Gut, jetzt seht ihr halt ein neues Kartenbild. So wurde es mir gezeigt, dass ich das einmal so legen soll und deuten soll. Hier sieht man, in der Mitte liegt der April und hier das Thema. Das Thema ist, dass wir persönlich, also uns persönlich wertschätzen sollen. Und quasi einen Vertrag mit sich eingehen sollen und den Frühling wieder aufleben lassen. Den Frühling in uns, also sich wieder freuen. Also wir sollen wirklich jetzt in diesen, also das Thema ist, sich selbst wertzuschätzen, sich selbst kennenzulernen. Was wir dazu nicht machen dürfen, ist, sich jetzt im April, wenn wir Botschaften erhalten bzw. Nachrichten sehen, nicht unbedingt jetzt rein komplett ins Detail reingehen. Ich weiß, wir sagen immer, wir sollen alles hinterfragen. Nur bitte das Monat, ich habe schon in den vorigen Video gesagt, es geht um die Dualität laut dem Wasser. Und daher ist es gut, wenn wir dieses Monat bei den Nachrichten nicht wirklich komplett ins Detail reinschauen, weil uns das runterzieht. Das kann uns runterziehen. Also bitte nur oberflächlich betrachten, wenn ihr was seht und nicht gleich so ins Detail reingeht, dass euch das runterzieht. Also das sollen wir jetzt bitte nicht machen. Was wir dafür tun sollen, ist die totale Hingabe. Also Vertrauen, was passiert. Die Kontrolle abgeben, ja. Hingabe, zweierlei Hinsichten. Hier ist die Hingabe. Also das heißt ein Abbruch, etwas abschließen und sich damit hingeben. Auch die Störche zeigen die Hingabe. Und hier dürfen wir dann schöpfen. Aus dieser Hingabe dürfen wir herausschöpfen. Das heißt, wenn ich jetzt die Kontrolle abgebe, das ist die Hingabe, ja. Also ich sage jetzt nicht Hingabe in dem, legen wir hin und sagen, macht's mit mir, was ihr wollt. Nein, Hingabe heißt, das habe ich schon in ein paar Videos auch erklärt, die Kontrolle abzugeben, zu vertrauen. Und jetzt, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt keine Lust für die oder jene Hausarbeit, aber eigentlich sollte ich das machen, weil es ja dann schöner ist und sauberer ist, ja. Wenn aber Und da heißt es nachher einfach, wenn ich jetzt gerade keine Lust habe, dann lege ich mich hin und mache das, was ich Lust habe. Ob ich jetzt lesen du oder stricken du oder nur dösen möchte, ja, oder daddeln möchte, dann soll ich das jetzt auch tun. Das ist die Hingabe. Denn in dieser Situation, also ich kann ja sagen, ich hätte es gerne sauber, und in dieser Situation, wo ich mich hingebe und sage, okay, ich habe keine Lust, ich mache es jetzt nicht, kann ich Energie schöpfen und plötzlich habe ich die Lust und es geht alles viel einfacher und schneller und mir wird nichts in den Weg gelegt. Also sobald ich mich hingebe und die Kontrolle weglasse, geht alles viel leichter. Und das führt auch dazu, dass wir uns dann in der Selbstliebe finden und alles wieder fließt. Um das geht es eigentlich in April. Ich habe im letzten Video darüber gesprochen, es war letzte Woche, dass mir das Wasser die Dualität gezeigt hat oder gesagt hat, dass die Dualität sich verstärkt zeigt in April. Und das kann in uns einiges aufwühlen. Und damit wir da in unserer Mitte, in unserer Ruhe bleiben, zeigen uns eben die Karten, was zu tun ist. Also nicht ins Detail gehen, sodass wir uns runterziehen lassen, sich führen lassen und ins Vertrauen quasi gehen. Und dadurch kommen wir dann auch in unsere Selbstliebe und alles fließt. Ja, das waren die Karten. Und ich verlinke euch jetzt zum Ende noch einmal das Video mit der Information über die Dualität in April. Viel Spaß!